So, hallo, machen wir hier mal noch ein bisschen Licht. Ne, obwohl ohne geht heute. Ja, Tenchu. Die Zeitreise ins Kinderzimmer der 80er und 90er. Jetzt werden sich viele fragen: Na, Moment mal, Tenchu. Ja, Leute, wir wissen alle, wir haben es gezockt. Kinder, schaut nicht zu. Das ist definitiv auch kein Kanal für Kinder oder auch kein Video für Kinder. Das ist ja eine Zeitreise in unsere Zeit und da fliegt der Flieger rum. Und dementsprechend reisen wir dahin, wo es auch überall war. Und in meinem Kinderzimmer, beziehungsweise in meinem Jugendzimmer, gehörte Tenchu fest zum Etablissement. Also das war definitiv ganz wichtig. Wir hatten ja schon mal eine Zeitreise mit Samurai und Ninjas, da haben wir das schon ein bisschen angesprochen. Aber ich habe ein Paket bekommen. Und das möchte ich heute mit euch zusammen aufmachen oder nochmal ganz kurz Tenchu rezitieren. Alles hat angefangen mit Way of the Ninja und Way of the Ninja 2 auf der C64. Das dürften viele noch von euch kennen. Und das war bis dahin natürlich der heilige Gral des Ninja-Seins. Und bis dahin kam dann auch nichts Neues. Gab zwar mal so ein paar andere Amiga-Spiele etc., wo mit Ninja zu tun hatten. Das Dying Goemon auf der SNES. Aber der richtige Ninja-Simulator, Rollenspiel, gefühlt und eigentlich ein Action-Adventure, aber gefühltes Rollenspiel, mitten im Geschehen, wirklich tief drin im Ninja, der Grandmaster sein, das ist Tenchu. Und Tenchu muss ich dazu sagen, ich habe hier einmal diese PSP-Version. Ab 18, also hier, wir werden inhaltlich nicht sehr stark darauf eingehen. Ich kann auch keine Bilder von den internen Sachen zeigen, außer die auf der Hülle hier sind, da ist ja nichts zu sehen. Es gab auf der PSP ein Tenchu, das war ganz okay. Es gab auch noch eins auf der 360, Xbox 360 mit Online-Funktion und so. Das habe ich nie gespielt. Ich war kein 360-Fan und ich habe es doch gespielt, habe ich es einmal im Laden. Und da war dann die Entscheidung, kaufe ich mir eine PlayStation 2 oder 3, ich weiß es gar nicht mehr, oder eine 360. Und dann habe ich das Spiel gesehen im Laden und habe das so 10 Minuten angezockt und ich fand es schrecklich. Es war überhaupt nicht das Tenchu, was ich kenne. Tenchu heißt für mich allein sein. Tenchu heißt für mich alleine schleichen. Tenchu heißt für mich alleine Ninja sein. Und nicht hier so, ja, wie ein MMO rumhüppen. Deswegen ist das die Riege Tenchu für mich. Was sich hier auch nur mit reingeschnichelt hat, ist Chimonobito. Das ist eigentlich kein Tenchu. Hat aber vom Spielgehalt her sich am nächsten rangestellt und hat nochmal ein bisschen das mit den Tränkemischen und in seinem Lagersein verfeinert, wodurch es noch ein bisschen mehr wie ein Rollenspiel wirkt. Es ist natürlich so, die Story von Tenchu ist sehr, sehr tragend im Spiel und auch, dass man den Charakter richtig hineinschlüpft. Also auch dieses gezielte Schleichen, wirklich ein Ninja sein, das hat kein anderes Spiel nochmal hervorgerufen. Es gab dann zwar noch Sekiro, aber nee, ist nicht das Gleiche. Definitiv nicht. Ich habe hier noch diese zwei Sammlerfiguren. Muss dazu sagen, die werde ich jetzt nicht rauspacken. Wir können mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Das ist Ayame und Rikimaru. Und Ayame musste ich eine neue Waffe geben, weil die irgendwann, der hat jetzt so ein Holzschwert, weil die irgendwann mal verloren gegangen ist. Und beim Rikimaru war auch mal noch im Hintergrund so ein Parawan, so ein japanischer. Aber die sind halt in meinem Besitz, seit die Dinger rauskamen. Ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich sie damals gekauft habe. Ich habe die auch nur durch Zufall entdeckt, als die frisch in den Comicladen gerade ausgepackt wurden, gab es nur die zwei. Man muss dazu sagen, die Figuren waren auf dem deutschen Markt eigentlich so nicht wirklich vertreten. Halt nur in speziellen Geschäften, die damit zu tun hatten. Und ich habe sie für 11,99 D-Mark und ihn für 14,99 D-Mark gekauft. Der Wahnsinn. Weil mittlerweile sind die so teuer, dass sie wirklich unbezahlbar sind. Also sie sind unbezahlbar. Die schauen leider auch schon ein bisschen aus, aber sie erfüllen noch ihren Zweck und das ist in Ordnung so. Das ist für mich super. Ich bin so froh, dass ich die zwei habe. Heute, ich glaube, 100 Euro pro Figur und meistens nur lose. Naja, Hammer auf jeden Fall. Hier da hinten nochmal so eine schöne Charakterskizzierung von den beiden, die ja in Tenchu 1 tragend waren. In verschiedenen Teilen Tenchu 1, 2, 3 und dann auch das auf dem PSP. Hat sich das dann ein bisschen verändert von den Konstellationen her. Im zweiten Tenchu, glaube ich, was neben im dritten Tenchu war dann Rikimaru nicht mehr dabei. Da waren dann so ein Mönch dabei und was waren da noch dabei? Ja, so ein anderes Mädchen.
weiß gar nicht mehr, wie diese heißt, ist ja auch egal. War aber auch trotzdem sehr cool. Grundsätzlich habe ich hier auch eine Tenchu-Version, die nur limitiert in einem Laden angeboten wurde, meines Vertrauens, der wo die Dinger so rausgebracht hat, weil der hat sich gesagt, hey, ich mache eine Special Edition draus und man hat dann automatisch Tenchu 1 dazu geschenkt bekommen. Und deswegen habe ich Tenchu 1 einmal hier in der Edition und hier auf Wrath of Heaven und dann halt Wrath of Heaven, das natürlich gegenüber Tenchu 1 und 2 letztlich die grafische Erweiterung darstellt. Das ist im Endeffekt grafisch der Fortschritt, den man noch braucht, um Tenchu 1 letzten Endes auf ein neueres Niveau zu holen. Man kann es bis heute noch gnadenlos zocken. Also es ist kein Problem, das nochmal zu spielen. Auch Tenchu 1 kann ich noch spielen, ist aber nicht mehr ganz so einfach, weil die Grafik ja doch schon ein bisschen gelitten hat mit der Zeit. Aber Tenchu Wrath of Heaven und Fatal Shadows, auch wenn der Rikimaru nicht dabei ist, kann man noch problemlos zocken und das macht auch noch Riesenspaß. Kurz zu erwähnen ist auch vielleicht noch Way of the Samurai. Wer das gleiche Feeling in Samurai-Riege haben möchte und dann nicht irgendwie so ein action-bombastisches Magiespiel haben will, den empfehle ich Way of the Samurai. Das ist das gleiche mit Samurai im Endeffekt, bloß nicht mit Ninjas. Noch ein bisschen rollenspiellastiger, mit Rumlaufen, Open World, ein bisschen lastiger. Hier sind es ja Levelstrukturen. Ja, und wieso da jetzt das Video, wieso eine Zeitreise, haben wir doch schon mal besprochen in Samurai Ninjas. Ich habe mir dann natürlich gedacht, ich habe zwar diese Version hier, die ich in dem damaligen Games-Laden bekommen habe, aber ich habe kein Tenchu 1 mehr und auch kein Tenchu 2, auch wenn Tenchu 2 als deutsche Version ja total zerschnitten ist, da ist der blutige Inhalt, der ja sehr, sehr krass für Tenchu ist, so weit runter reduziert, dass das im Endeffekt ja ab 12 dann, glaube ich, war. Also das war dann wirklich fast ein Kinderspiel. Und letztlich habe ich mich dann dazu entschieden, naja, komm, bevor das jetzt auch so teuer wird, weil ja viele Spiele immer teurer werden, hol dir jetzt lieber mal noch ein Tenchu 1 und 2. Das hat doch schon einen Preis, also zwischen 40 und 50 Euro. Und ja, ich war mir nicht sicher. Ich habe dann das Tenchu beobachtet und war auch am Bieten einmal. Hab dann aber versagt bei 33 Euro. Ich war ein bisschen zu geizig. Ich wollte eigentlich bis 31 mitgehen und da war jemand schneller. Und ja, dann habe ich Tenchu 1 und 2 gesehen für 80 Euro zusammen. Und einen guten Zuschauer habe ich mir gedacht, komm, die nimmst du jetzt hat. Und dann habe ich mir gesagt, nee, jetzt guck's nochmal, jetzt guck's nochmal, jetzt guck's nochmal. Dann habe ich was gefunden. Wow, da musste ich einfach zuschlagen. Ich habe auch 80 Euro bezahlt plus Versand und Mehrwertsteuer. Da tue ich jetzt mal hier ein bisschen so aufräumen, weil da brauche ich Platz für. Und da dürft ihr jetzt zusammen in dieser Zeitreise mit mir nochmal Tenchu in einem ganz anderen Stil neu erleben. Denn ich habe mir was gegönnt. Ich habe mir was richtig gegönnt. Also das war, ich wollte dann Tenchu auch in die Vitrine stellen und sowas, weil eigentlich ist das Vitrinenfutter. Davor waren es jetzt die ganze Zeit immer so in dem Fach mit drinnen, mit anderen Spielen. Das war dem nicht würdig. Dann habe ich mir gedacht, gut, schaust mal richtig und habe was gefunden in Japan, also Osaka, um genau zu sein. Und ein findiger Händler in Osaka, also Tenchus kriegt man auch aus Japan bestellt, kein Problem. Und ein findiger Händler aus Osaka hatte dann ein Komplettset mit allen Tenchus, die wo es in Japan gab. Und da musste ich zuschlagen. Oh! Ich liebe es, Post aus Japan zu bekommen. Vor allem, wenn das erste, was ich sehe, japanische Zeitungen sind. Ja, hier geht's um Rückenschmerz. Hangar, hang, hai, hong, ching. Oh, mai, ai, ai, ai. Die Japaner haben ja allgemein Probleme mit Rückenschmerzen. Also, das scheint ein großes Ding zu sein. Da kennt man ja auch den Hunter x Hunter Zeichner vom Manga, falls ihr den kennt. Der ja auch an, Hiatus leidet. Ich weiß nicht, ob es Hiatus heißt oder ob das nur die Aussprache dafür ist. Also hier definitiv, das sind die Tabletten dagegen. Die werde ich mir merken. Wenn ich mal alt bin, werde ich mir die kaufen, natürlich. Hier haben wir dann noch irgendwelche, ich weiß es nicht. Hier japanische Werbung. Wir gucken uns das mal kurz an. Hier, die suchen gerade eine neue Ehe, glaube ich. Ich weiß es nicht, was die suchen. Aber wirkt ein bisschen so, also wir wissen ja nicht, was los ist. Vielleicht ist es so irgendeine Wahlwerbung oder so. Hang da rein, hang da rein, hang. Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Japanisch, leider. Ich habe es mal versucht zu lernen. Dabei kam Obachi mal raus und Arigato und ja, ich
Sayonara, das war's. Mehr habe ich nicht zusammenbekommen. Ich habe zwar mal Samurai Spirits auf Japanisch durchgespielt, aber ich habe kein Wort verstanden. Also, ja, wer die sind, keine Ahnung. Hallo Leute. Oh, der ist zweimal drauf. Ah, nee, das sind Sprechzeiten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Einmal hier, oh, das sieht ja hoch. Das ist ja richtig coole Zeitung. Also die Zeitung hätte ich schon alleine gekauft. Guck mal euch dieses schöne Bild an. Das ist ja richtig. Das muss ich mir ausschneiden und einrahmen. Das ist ja richtig coole Werbung. Das ist ja fast schon wie so von einem alten 80er-Jahre-Film oder so, vielleicht 70er. Cool. Very, very, very nice. Ja, und hier ist irgendwas runtergesetzt. Ich weiß es nicht. Da kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Irgendein Buch hier vielleicht. Ja, wir studieren die Zeitschrift noch weiter. Das da hier ist der Block an Dingen, die ich da bekommen habe. Den tun wir mal beiseite. Und dann haben wir hier noch weitere Werbung. Ich kann nicht, ich muss die mir jetzt ansehen, Leute. Das gehört zum. Ich bin ja auch Otaku. Ich bin nicht Nerd, ich bin Otaku. Ich liebe auch Animes und Mangas. Das in den Zeitreisen noch ein bisschen versteckt ist und kommt jetzt auch bestimmt einiges mehr. Und hier laufe morgens jeden Tag, läuft. Ja, hier wird gezeigt, wie sie ihre Bewegungen macht, wie sie über den Block läuft. Tipps, wie man fit bleibt und richtig an der Ampel steht. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir dann natürlich, ja, keine Ahnung, drei Stars. Ich weiß es nicht. Kann ich sagen, es scheint mal ein Sportbericht. Die werde ich alle glatt bügeln und an die Wand hängen. Das ist euch schon klar. Ich hab noch nie eine japanische Zeitung in der Hand gehabt. Müsst ihr verstehen. Oh, jetzt wird's richtig lecker. Jetzt wird's lecker. Wow, die Fleischseite. Lecker. Hier in die Soße tunken. Also so stelle ich mir das vor. Ja, oder hier die Getränke, die ja überall rumstehen, wenn man da unterwegs ist. Da gibt es ja die Getränke meistens nur in den Automaten. Oh, jetzt habe ich Hunger. Hier Bopper. Oh ja, sehr gut. Wir halten es kurz. Wir sind weit von Tänche entfernt. Hier helfen sie der Oma, die Kreuzschmerzen hat. Und hier ist dann nochmal militärische Nachrichten. Also scheint an. Ah, da geht es um die Drohne in Amerika. Ganz interessant. Guck mal. Da wird das so richtig studiert hingezeigt. Das wird bei uns nicht gemacht. Hier weiß man genau Bescheid. Also hier wird man auch militärisch gescheit aufgeklärt. So, oh, da haben wir hier noch Hung-Hang-Hang. Hey. Oh, das ist ja richtig geil. Go-Spielpläne. Oh, ich halte es falsch rum. Go-Spielpläne. Und hier haben wir einen kleinen Comic. Was der zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Vielleicht kann das hier jemand übersetzen. Wahrscheinlich auch wieder so eine Medizin. Also, falls das jemand übersetzen kann, wäre ich sehr glücklich darüber. Hier solche Go-Spiele sind ja auch mal was Interessantes. Hier haben wir nur das Kreuzworträtsel. Hier haben wir nochmal was Staatliches. Kommt mir so vor. Das ist, glaube ich, die Prinzessin, wo er heimlich geheiratet. Und hier ist einfach nur eine Seite. Upsala, jetzt ist mir hier der Darth Vader entgegengeflogen. Bleib mal oben hier. Was will denn der mit Japan? Ja, und hier ist nochmal eine Seite, wo leider nicht viel steht. Das war's. Also die Zeitungen sind mal durch. Der Karton ist leer. Und ja, ich hab's gewusst. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielen, vielen Dank an denjenigen, der wo es versendet hat, weil ich habe um etwas gebeten. Weil, falls ihr noch die eine Folge kennt, Mystery Spezial Nummer 3, hat ja ein guter Freund aus New York einen Stein mitgebracht, weil der Junior Steine sammelt. Und ich habe dann den Asiaten angesprochen, es wurde unkommentiert. Also es gab keinen Kommentar dazu, er hat mich überrascht. Ich habe einfach geschrieben, Osaka, das ist ja geil. Mein Sohn sammelt Steine. Könntet ihr mir aus Osaka einen Stein mitschicken? Und das ist halt einfach die Kundenfreundlichkeit bzw. auch die Menschenfreundlichkeit der Asiaten. Hier haben wir einen echten Stein aus Osaka, Japan, für den kleinen Junior. Junior! Der sitzt neben mir. Das ist ein echter Stein aus Osaka, Japan. Waren wir da auch schon bei Shenmue? Ich weiß es gar nicht, ob das in der Gegend ist, aber er hat jetzt einen echten japanischen Stein. Das ist doch mal Wahnsinn, oder?
Auch ein sehr schöner. Vielen, vielen Dank. Very, very thank you. So, und jetzt kommen wir zum Hauptteil. Also mein Sohn, der hat gerade sich verbeugt, aber er muss schweigen bei diesem Video. So. Natürlich auch krass, ne? Hier. So. Sehr schön verpackt. Perfekt. Very perfect. Very perfect. Also, du darfst zu dem Stein Danke sagen. Danke. Oder sagst Thank you. Thank you. Very, very much. Ja, bei uns ist nämlich das Spiel ab 18 und dementsprechend halte ich das rar. Er hat es auch noch nie gesehen. Also ist es jetzt nicht so, dass er wüsste, was das hier ist. Ich finde aber das falsch. Bei Tenchu finde ich es falsch. Ich finde, bei manchen Spielen, die so geschichtlich tragend sind, also gerade geschichtlich, also der Tenchu, der tut ja im Endeffekt einem die Geschichte des Ninjas nahe führen. Also das ist ja wirklich naheliegendes Ninja-Verhältnis. Das ist übrigens mein Ostergeschenk von meiner Frau quasi. Die hat das mehr oder minder eingeleitet. So. Also auch nochmal von ihr, Dankeschön. So, dann haben wir hier tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielchen. Und die machen wir mal auf. Sehr, sehr, sehr vorsichtig verpackt. Sehr gut, very good. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich mich für die japanische Version entschieden habe. Das Spiel muss man ja inhaltlich, wenn man es schon mal gespielt haben, nicht mehr sprachlich unbedingt verstehen. Also es ist sehr einfach und es gibt ja auch nicht viel Text. Und da ich eine japanische PlayStation habe, war das mein innigster Wunsch, das zu haben. Und meine Frau hat dann gesagt, gut, das machen wir. Wir haben hier zuerst mal die japanische Version von Tenchu 3 hier in Japan. Wohlgemerkt, nicht Wrath of Heaven, sondern Tenchu 3. Hier sieht man, glaube ich, auch ein Zeichen. Ich vermute, dass es heißt, dass es blutig wird, also dieser Bluttropfen. Und ein bedeutend, bedeutend schöneres Cover, wie das das Deutsche, finde ich. Also da hat man halt, ja, obwohl, das Deutsche ist auch cool. Also es sind beide gut. Ich muss das jetzt mal ein bisschen so halten, dass es nicht spiegelt. Also beide Cover sind schön. Definitiv. Und dann die Rückseite ist aber natürlich bei der japanischen Version. Ich meine, für uns Deutsche ist natürlich so ein japanisches Zeichen viel wert. Das macht sehr viel aus. Wobei ich sagen muss, na hier, ja, die Deutschen hatten es schon drauf mit mit dem Design. Gefällt mir trotzdem gut. Für ein bis zwei Spieler, ja, bitte. Ist das richtig? Zeigt das die Spieler an? Ein bis zwei Spieler? Ja, oder hier ein bis zwei Spieler. Ich glaube, da kommt dann so ein Kampfmodus machen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ist schon ein bisschen her. For Japan only. Oh, das dürfen wir hier nicht spielen in Deutschland. Und wenn du alt genug bist, dürfst du es auch nicht spielen. Das ist nur für Japan. Only for Japan. Ja, aber ich habe ja eine japanische. Oh, Wahnsinn. Das sieht ja richtig geil aus. Nochmal zum Vergleich. Deutsche Version. Auch schönes Bild. Auch schön gemacht, aber trotzdem, also guckt euch das mal an. Uah, das ist ja Weihnachten hier. Hol mal das raus hier. Oh, die japanischen Hüllen sind stabiler, merke ich gerade. Die sind wesentlich kräftiger, also haben eine gewisse Stabilität. Die deutschen sind ein bisschen dünner, habe ich gemerkt. Hier das Spiel in einem perfekten Zustand. Very good. Perfectly. So, dann schauen wir uns mal die japanische Spielanleitung an. Das ist ja bahnbrechend. Oh, sehr schön gemacht. Sehr schön. Auch schönes Papier, ein bisschen rauer wie das deutsche. Oh ja, da kriege ich richtig Träumereien. Ich freue mich schon mega, das zu spielen. Also mega. Auch noch so ein kleines Beipackzettelchen. Sowas lieben wir Deutschen ja. So, dann haben wir hier auch so ein paar Tipps, wie das Spiel funktioniert. Hier mal die ganzen Charaktere. Auch sehr, sehr cool. Bisschen Spiegelung wegnehmen. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr cool. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Hier auch noch, wie man das Spiel da reinlegen kann. Sehr witzig. Das fehlt bei uns. So, ja, dann haben wir Wrath of Heaven bzw. Tenchu 3 angeschaut. Dann schauen wir uns natürlich auch
die anderen an. Wir tun das mal jetzt, wie macht man das jetzt? Hier so, erstmal hier die Figuren dahin und dann machen wir Tenchu 3. Tenchu, ich weiß gar nicht, ich muss das alles in die Vitrine dann packen. Ah ja, hier haben wir Tenchu 4 in dem Sinne. Halt, nee, das ist falsch. Wo sind jetzt Tenchu 4? Hier, ich drehe noch durch. Bin schon ganz, ich bin richtig aufgeregt, wie ein kleines Kind. Da sieht man was, Moment, so, jetzt hat. Ja, dann haben wir hier Tenchu Fatal Shodos, auch wieder diese Warnung. From Software, das hat auch Dark Souls, Demon's Souls gemacht, sehr interessant. In dem Land scheint es ab 15 zu sein, wenn ich das richtig deute, also Alter 15. Und hier haben wir dann die japanische Version. Im Vergleich ist da die japanische auch schön, genauso, aber sind beide Versionen schön. Was mich wundert, hier heißt es Sega und hier nicht. Ist das meines Erachtens nach... Hä? Warum ist das From Software und das Sega? Ist das ein anderes Game? Rurenkai, Tenchu Rurenkai. Vielleicht verwechsel ich da was. Werden wir gleich sehen, wenn wir es aufmachen. So, hier sieht man die Charaktere, sehr schön. Nee, das muss schon das sein, eindeutig. Wurde wahrscheinlich anders vermarktet bei denen. Auch unglaublich schöne CD. In einem, schauen wir mal, welcher Zustand da hier ist. Perfekt. Absolut perfekt. Wow. Also, verhältnismäßig. Upp, da fällt mir gleich was entgegen. Hier noch so ein kleines Poster. Bisschen Werbung. Oh, schön. Richtig schön. Ich freue mich richtig. Und dann haben wir hier die Anleitung zu Fatal Shodos bei uns. Rurenkai, japanisch scheinbar. In Deutschland scheinbar von Sega vertreten. Ich weiß nicht warum. Kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht haben die das hier von den Rechten erworben so. Aber es ist definitiv Fatal Shodos bei uns. Das sehe ich. Sehr, sehr schön. Und hier nochmal die Charaktere. Ja, Fatal Shodos, eindeutig. Shadows. Ja. Wunderbar, sehr, sehr, sehr nice. Wunderbar, es erquicket meine Seele. Dann haben wir auch den Teil durch und jetzt kommen wir zu den Hauptteilen, die für mich, also wirklich, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wahnsinn. Das ist wirklich richtig geil. Vor allem, wenn man eine Vitrine von Tenchu macht und ein richtig großer Fan ist. Dann ist das so ein geiles Geschenk. Das ist Wahnsinn. Und auch für einen günstigen Preis. Wir haben hier zunächst einmal Tenchu Shinobi Yakuza. Ich kenne das nicht, witzigerweise. Wir haben ja nur Tenchu 1 und 2 gehabt. Und das da hier ist nochmal ein anderer Teil. Wunderbar, perfekter Zustand. Der Wahnsinn. Extra in Japan erschienen ist. Insgesamt zwei Spiele, wo extra erschienen sind. Ich weiß nicht, ob die dann im Endeffekt... Oh, schaut mal, wie schön das ist. Das ist ja der Wahnsinn. Controlling Settings. Richtig schön gedruckt. Ein richtig schöner Druck. Schaut euch das an. Und ihr wisst, was ich die nächsten Wochen machen werde. Tenchu nachzocken. Ja, das sind die Charaktere von Tenchu 1. Also es scheint so ein Bonusspiel zu sein, das wo halt vielleicht nochmal anders abläuft. Hier ist auch noch ein bisschen Werbung. Sehr schön. Wunderbar. Also das ist ja wirklich göttlich. Göttlich. Ich kann mich nur wiederholen, das ist göttlich. Wir haben ja auch immer diese schönen Dinger dazwischen. Da muss man auch nochmal ganz kurz reinschauen. Also allein schon optisch könnt ihr euch vorstellen, dass meine Vitrine sehr schön wird. Da werde ich dann auch noch mal ganz kurz das Bild von machen, dass wir das uns anschauen können am Ende des Videos. Und da sind ja immer diese Dinger da so dazwischen. Ich weiß nicht, warum die da sind. Das hat mir noch niemand erklären können. Aber sie sind da und sie sehen cool aus. Und dass es dabei ist, ist es auf jeden Fall gut. Dann haben wir das da hier. Und dann kommen wir schon zum nächsten. Und das ist Tenchu Shinobi Gaisen. Das ist auch ein anderes Tenchu, das wir nicht kennen. PlayStation the Best. Tenchu Shinobi Gaisen. Ich glaube, meine gelesen zu haben, dass das so eine Art Time Attack ist. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir öffnen es mal. Oh, schön. Schön, 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 schön. Da sind gleich zwei Hefte dabei. Auch alles in Japanisch. Das werde ich mir dann mit dem Google-Übersetzer fotografieren und übersetzen. Das scheint auch irgendwie so von oben drauf zu sein. Vielleicht täusche ich mich da. Ich weiß es nicht. Es ist ganz interessant. Ich kann es tatsächlich nicht deuten, was es ist, aber ich werde es sehen, wenn ich es dann spiele. Ich kann leider natürlich kein Let's Play davon machen, weil es ab 18 ist. Und ich ganz ehrlich sagen muss, da brauche ich Ruhe. Das brauche ich für mich. Ich lasse euch aber hier teilhaben. Ha, Rauchbomben, Reis, Reisbällchen, Enterhaken, Shuriken. Oh, das ist so schön, das Spiel. Ich liebe es. Ich glaube, ich bin einer der größten Tenchu-Fans auf der Welt. Keinen, der das so lieb hat wie ich. Dann haben wir hier die CD. Auch sehr, sehr schön gemacht. Perfekter Zustand. Also absolut 1A. Das ist near new, also wirklich gut. Die will ich jetzt nicht rausmachen, die Sache, weil das sind diese Hüllen, die wir zwar in Deutschland auch kennen, aber selten haben. Wie man sie vielleicht von Ehrgeiz oder von. Ja, ist das andere Spiel, das ich jetzt nicht weiß. Egal. Wir haben das, diese Hüllen in ganz. Ja, Twisted Metal 2. Wir haben ganz selten diese Hüllen gehabt in Deutschland. Wir haben andere Hüllen. Bei uns sind die Hüllen ein bisschen breiter, ein bisschen größer. Und hier sind diese feinen Hüllen und die sind ziemlich cool. Gehen leider bei uns in Deutschland sehr schnell kaputt, aber hier sind sie in einem perfekten Zustand. Auch das Bild, ihr könnt euch vorstellen, meine Vitrine, die wird richtig geil. Also die wird richtig schön. Da werden wir mal gucken. Jetzt tun wir das da so mit hin. So, dann noch das Tenchu 2. Muss ich sagen, ist eines der Tenchus, das ich nie wirklich durchgespielt habe. Ich habe es sehr lange gezockt. Aber da ich die deutsche Version habe, die geschnitten war, war ich damit nicht so einverstanden. Die war halt nicht gut und die amerikanische habe ich damals nicht bekommen. Jetzt hole ich das auf Japanisch nach. Ich freue mich schon. Tolles Zeichen hier, ein bisschen Kratzer auf der Hülle, meine Güte. Auch hier richtig toll gemacht, wirklich schön. Natürlich seitlich ein japanisches Logo in dem Fall. Wobei es auf der anderen Seite auch nochmal auf in europäischer Schrift steht, dass man es wirklich deuten kann. Sehr schön. Und hier dann wieder das Inlay. Wirklich toll gemacht. Sieht richtig schön aus. Auch das Cover hier unglaublich schön. Wahnsinnig schön. Gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir hier wieder das Booklet. Hier die Hauptcharaktere. Oh, da gibt es noch einen anderen. Den kenne ich noch gar nicht. Oder habe ich ihn nicht mehr im Kopf. Genau, da waren Riki Maru und Ayame noch ziemlich jung, soweit ich das weiß. Aber kann ich mich auch schwer daran erinnern. Ich weiß auch, dass es ein Level-Designer hat. Vielleicht ist das auf dem zweiten Bonusspiel drauf. Bin mir nicht sicher. Hier natürlich die Gegner, die verschiedenen Charaktere. Ah, herrlich. Wirklich herrlich. Schaut euch das an. Das ist. Ah, das war mir die Zeitreise wirklich wert. Also das war es wirklich wert. So, und last but not least kommt natürlich jetzt das Finale. Da gehe ich mal ein bisschen zurück, da sieht man schon ein bisschen so, was ich hier. Mich will man nicht sehen, Gottes Willen. Verliehene Abonnenten. Dann sieht man hier jetzt schon mal, was wir so haben. Ein bisschen höher. Das kommt auch so in die Vitrine ungefähr. Werden wir uns einmal einen Schluss anschauen. Hier ist noch ein bisschen Spiegelung. So, und jetzt fehlt natürlich in der Mitte noch was. Und da muss ich sagen, da bin ich echt froh, dass ich das habe. So. Das ist natürlich Tenchu 1. Und schaut euch dieses coole Bild an. Aber da muss ich sagen, da finde ich das Japanische tausendmal schöner als das Deutsche. Ich werde es mal kurz einblenden, weil ich es nicht da habe. Werde ich mir wahrscheinlich auch noch irgendwann holen an der Seite. Wieder Tenchu, einmal in Japanisch, einmal in europäischer Schrift. Und dann die Rückseite. Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Wir öffnen es. Hier wieder Begleittext und dann hier die Anleitung von Tenchu und erstmal hier. Wow. Perfekt. Absolut perfekt. Kein einziger Kratzer. Absolut cool. Schon mal wieder die Anleitung an. Sehr schön gemacht. Rikimaru und Ayame. Hätte ich die so kennengelernt. Wow. Cool. Auch cool. Schade, dass es in der deutschen Version nicht drin ist, diese ganzen schönen Bilder. Das weiß ich nämlich. Und da sieht man natürlich den Ladebildschirm. Wir kennen Tenchu hoffentlich alle. Wer es nicht kennt, holt es nach. Das macht heute auch noch Spaß. Müsst ihr heute euch ein bisschen die Retro-Brille aufsetzen. Aber Wahnsinn.
Wahnsinn. Absolut toll. Ich bin richtig, richtig begeistert und habe jetzt einen richtigen Nostalgiefaktor. Hier sieht man auch noch so ein paar Übungen, wie es funktioniert. Oh, richtig schön. Das ist wie ein Artbook für mich. Hier noch ein bisschen Werbung. Weiß nicht, was das Spiel hier ist. Kennt das jemand? Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich kann es jedem nur am Herzen legen. Wer das noch nie gespielt hat, Tenchu, ihr müsst euch natürlich jetzt nicht um die japanische Version kaufen. Das gibt es auch auf Deutsch. Im Moment noch aktuell ziemlich günstig mit 30 Euro für ein Retro-Spiel. Aber ich kann euch garantieren, wer Ninja mag, soll sie sich kaufen. Das ist ein absoluter Pflichtkauf. Vor allem Tenchu 1 oder die zwei PlayStation-Spiele. Ich würde mit Tenchu 1 anfangen. Und dann auf die anderen zwei PlayStation-Spiele umgehen. Tenchu 2 kann man sich sparen, wenn man möchte. Ist nicht so wichtig. Vor allem die geschnittene Version halt nicht. Aber wer noch mal richtig Ninja sein möchte und die Retro-Brille aufsetzen kann, der sollte sich definitiv für die PlayStation 1 nochmal Tenchu holen und die anderen zwei. Weil das ist wirklich Kult. Das ist der Grundstein vom Ninja sein. Also bis auf Way of the Ninja, The Last Ninja auf der C64 ist das der Grundstein des Ninja-Seins und es wird nie wieder was geben, was gleichwertig ist. Man wartet auch seit Jahrzehnten auf ein richtiges neues Tenchu. Da kann mir kein Sekiro helfen oder sowas. Ich brauche ein Tenchu und zwar ein richtiges Tenchu. Nicht mit irgendwelchen Spezialmist oder so, sondern so wie es war. Klobig, plump, einfach mit Enterhaken von hinten töten, anschleichen, an den Wänden entlang klettern. Das war Tenchu und nicht irgendwelches. Sekiro war einfach zu modern. Das hat nicht das Gleiche gegeben. Irgendwann wird es auch mal der Junior spielen. Da kann ich aber jetzt noch keine Berichte machen. Dafür ist er noch ein bisschen zu jung. Von daher sieht schön aus, ne? Ja. Ja, das war mein Tenchu-Spezial. Meine Zeitreise zum Tenchu. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und ich hoffe, ihr habt auch Tenchu so gern wie ich. Und könnt euch hineinfühlen, mit welchem Gefühl ich morgen aufwache, wenn ich mir meine fertige Vitrine anschaue und mich dann Tenchu in der Form anschaut. Geil. Ja, in diesem Sinne, bis bald. Ciao. Ciao. Schau doch noch mal meine alten Zeitreisen vorbei. Da war schon so einiges. Masters of the Universe. Ganz interessant mit großen Marktplace. Außerdem habe ich noch Zeitreisen über Mask, Dino Riders, Buck Your Heart. Es soll noch Star Wars folgen. Es soll noch Dragon Ball folgen. Power Rangers. Wir haben auch schon sehr, sehr viel gemacht. Transformers. Crash Test Dummies. Also vom Atari, Super Nintendo wird vielleicht noch folgen und PlayStation. Also wir tun alle Themen durchleuchten, die wohl mit Zeitreisen zu tun haben. Schaut gerne mal die alten Videos an. Ja, ciao. Ciao.